Jutsu, gerade rechtzeitig, wie der Meister es mir vorhergesagt hat. Nur mehr deine Gebeine und fertig bin ich mit meiner Arbeit. Meine Belohnung wartet schon auf mich. Bereite dich schon mal auf den Tod vor und verlass dich drauf, dass es langsam geht und besonders schmerzvoll ist. Du lieber Jott, ich zittere noch am ganzen Körper vor Schreck. Letzte Nacht begab ich mich zum Grab mit den Steinwölfen, um den Friedhof zu beobachten. Als ich in den nordwestlichen Teil des Friedhofes blickte, da traute ich meinen Augen nicht. Um Punkt 6 Uhr näherte sich dem Grabe ein Schatten, der etwas verrichtete. Aufgrund der Entfernung konnte ich jedoch nicht sehen, worum es sich handelt. Plötzlich öffnete sich die sonst verschlossene Grabtür. Ich verließ mein Versteck, um besser zu sehen, was vor sich ging. Doch die Tür hatte sich bereits wieder geschlossen. Der Schatten schien mich bemerkt zu haben und ich war wie gelähmt vor Schreck. Morgen, da berichte ich Dr. Stewart davon. Vielleicht hat der eine Erklärung dafür. Ach du lieber Jott, ich zittere noch am ganzen Körper vor Schreck. Ah, wie mir die großen Feste fehlen. Wie viele Gäste haben versucht, das Schachbrett zu überqueren und wurden dabei aufgespießt, als der Grund unter ihren Füßen nachgab. Ah, welche gute Unterhaltung das war. Dieser Mechanismus hat lange schon nicht mehr funktioniert, doch die Falle ist immer noch da. Nur die richtige Aufstellung der Figuren zeigt den sicheren Weg auf die andere Seite. Das Schachspiel endet mit dem Tod des Königs. Es sei denn, der Bauer stirbt zuvor, was weitaus amüsanter ist. Mit Carfax bin ich sehr zufrieden, denn es ist ein sicherer Zufluchtsort, an dem ich das Blut meiner Opfer trinken kann. Deshalb lasse ich das Haus von meiner schwarzen Wache beaufsichtigen, um Eindringlinge fernzuhalten. Diese Menschen dagegen sind einfach nutzlos. Der Geheimmechanismus, den ich hier gefunden habe, ist so simpel, dass ihn selbst ein 4-jähriges Kind in wenigen Minuten entschlüsseln könnte. Nur Verachtung kann ich für diese kindische Gattung aufbringen.
Jonathan ist bereits seit Stunden weg und Mina ruht sich in meinem Sprechzimmer aus. Es ist bedauerlich, dass ich in der Eile nicht den letzten Stand meiner Arbeit mit Jonathan besprechen konnte. Ich habe das Gefühl, dass sich die Schlinge um uns zusammenzieht und... Aber was? Mein Gott, Dracula! Lassen Sie Ihren Gott dort, wo er ist. Er wird Ihnen jetzt nicht weiterhelfen. Ergreift ihn! Kommen Sie ja nicht näher. Verschwinden Sie. Aus meinen Augen mit ihm. Meine Liebe, es scheint, dass sich unsere Schicksale erneut kreuzen. Erlauben Sie, dass ich Sie von diesem nunmehr nutzlosen Ehering befreie. Wachen Sie auf. Dieses Mal verspreche ich Ihnen, dass nichts und niemand uns mehr trennen wird.